Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Für mich geht's heute nach Salzburg und ich freue mich schon mega. Ich habe gerade alles schon fertig zusammengepackt. Ich bin tatsächlich ein bisschen angeschlagen. Ich bin heute Morgen irgendwie aufgewacht mit ein bisschen Halsschmerzen und so. Aber ja, das wird trotzdem gut. Ich beliebe, dass das morgen alles wieder weg ist. Und ja, für mich geht's jetzt los zum Flughafen. So, für mich ging es dann wie immer mit dem Zug zum Flughafen, was tatsächlich dieses Mal verhältnismäßig gut funktioniert hat. Und auch die Flüge waren gar nicht so voll wie irgendwie angekündigt. Also hat alles super funktioniert. So, ich bin jetzt gut in Salzburg angekommen. Es hat tatsächlich alles ganz gut funktioniert. Meine Stimme ist richtig angekratzt mittlerweile. Also ich habe echt ein bisschen Schiss, dass ich krank werde, aber wird schon alles werden. Und Felix ist tatsächlich noch nicht da. Deswegen machen wir ganz kurz die obligatorische Roomtour. Es ist tatsächlich dasselbe Hotel, wo ich letztes Jahr in Salzburg auch war. Das heißt, das Zimmer sieht auch sehr ähnlich aus, aber trotzdem zeige ich es euch nochmal kurz. So, und zwar, wir haben eine Klimaanlage bei 30 Grad draußen. Das ist sehr, sehr praktisch. Schrank, Spiegel, dann erstmal das Bad. Hat alles, was man braucht. Nice große Dusche. Immer sehr, sehr cool. Und so, und hier ist dann das Bett. Und man hat tatsächlich auch noch so einen kleinen Arbeitsbereich. Und ich finde es mega cool mit diesen LEDs, die dahinter sind, und mit dieser Marmor-Look-Rückwand. Sieht irgendwie fancy aus. Genau, aber das ist unser Zimmer für die nächsten 4 Tage sogar. So, mittlerweile ist der liebe Felix auch angekommen. Und wir treffen uns jetzt noch mit zwei von den Mods, mit Menschen und mit Pet. Und gehen jetzt noch eine Kleinigkeit essen. Und dann war es das, glaube ich, auch für heute schon, weil ich bin actually noch ein bisschen angeschlagen, also ein bisschen kränklich. Aber ich hoffe, dass das bis morgen wieder halbwegs okay ist. Aber ja, wir hoffen mal, ne? Ihr werdet es ja dann sehen. Wir haben uns für Italienisch entschieden am Ende und es war sehr lecker. So, das, oh mein Gott. Das anfängliche Sommerwetter ist jetzt Regen. Geil, lieben wir. Da ist jetzt auch noch Pedimente. Ja, wir waren jetzt was zu essen. Wir waren jetzt noch was essen. Ja, mein Deutsch hört auch schon ein bisschen auf. Ne, wir waren noch was essen und jetzt hat es einfach random angefangen zu schütten. Und jetzt gucken wir mal. Aber wahrscheinlich fahren wir einfach Uber oder so. Weil jetzt noch groß laufen wäre. Ja, Motivation auf Laufen. Heimlaufen. Also, halbe Stunde heimlaufen jetzt, top. Weiß ich nicht. Moin ihr Lieben, ich bin jetzt gerade aufgewacht, beziehungsweise mein Wecker hat gerade geklingelt. Es ist jetzt 9 ungefähr. Wir gehen jetzt gleich zum Frühstücken. Und ich muss sagen, ich fühle mich actually nicht fit. Also ich bin echt gut angeschlagen. Ich hoffe einfach, dass wenn ich jetzt einen Tee trinke und gut frühstücke und vielleicht noch dusche und so, dass sich das so ein bisschen zumindest legt. Aber ich bin schon ein bisschen tilted gerade. Aber egal. Das wird, das kriegen wir hin. Und jetzt erstmal frühstücken. So, wir waren jetzt frühstücken. Felix ist jetzt tatsächlich schon zum Messegelände gegangen, weil er tatsächlich ein bisschen arbeiten muss und dann noch ein bisschen was aufbauen hilft und noch was machen muss. Und ich mache mich jetzt erstmal fertig, weil ich sehe noch aus wie, keine Ahnung. Also so kann ich auf jeden Fall nicht gehen. So, ich bin jetzt mittlerweile ready. Es ist jetzt auch schon 20 nach 12. Um 12 hat ja die Messe aufgemacht. Und ich werde mich jetzt mal auf den Weg rüber machen. Das ist halt das Nice an diesem Hotel. Ich muss einfach nur so einmal über die Straße und dann bin ich instant an der Messe. Let's go. So, ich nehme jetzt auch direkt schon meine Capture-Card und komme mit, weil ich ja heute Abend um 18.30 Uhr da noch streamen werde vom Event. Ich freue mich schon. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr versteht mich ganz gut. Es ist nämlich drüben innen drin ist schon Action und ich würde sagen, wir machen eine ganz kleine Rundtour und schauen einmal, was alles in der Halle gibt. Also klein ist untertrieben. Komm einfach mal mit. Es ist so riesig, es gibt hier alles. Hier fangen wir an. Der Rocket League Stand hat einfach so ein Real Life Rocket League. Crazy. So mit halt so Autos. Gehen wir auch schon tatsächlich direkt auf die Mainstage zu. An alle, die letztes Jahr dabei waren, die wissen, es ist einfach 1000-mal größer. Welche Richtung sollen wir zuerst gehen? Die oder die? Ich meine hier, oder? Hier, okay, wir gehen erst in die Richtung. Also hier ist erstmal Red Bull Solo Q an alle meine LOL-Menschen.
Und dann kommen wir direkt ins Mobile Gaming Area, wo ich mich natürlich besonders zu Hause fühle. Wir haben auch das Hüpfding wieder. Das gab es auch in Wien tatsächlich schon. Da muss man dann oben so draufstehen und hüpfen. Ich weiß nicht, ob ich das später machen soll. Ich glaube eher nein. Sollen wir zur Streaming Area gehen? Ich glaube, wir gehen zur Streaming Area. Da, wo der liebe Felix und ich später streamen werden. Season End Push. So, hier gibt es auch eine Streaming Area. Und da ist hier noch die IKEA Streaming Area. Und die ist wirklich richtig, richtig schön geworden. Auch die PCs und Setups alle. Komm rein. Weiter in den Level-Up-Labebereich. Es ist so krass, hier sind einfach ganz, ganz viele leere Tische für ganz, ganz viele PCs, die hier später stehen. Alle kommen nämlich dann mit ihren eigenen PCs zum Laden und richten sich hier ein und zocken dann die Laden. Es ist so cool. Es ist einfach eine riesige. Gefühlt war letztes Jahr, diese Halle war die halbe Messe. Ja. Also das halbe Event wäre in dieser Halle gewesen, gefühlt so. Es ist richtig krass. Es ist so viel größer geworden. Okay, dann gehen wir auf die andere Seite. Verzeihung? Ja? Das ist doch eine Streamerin, so viel ich weiß, oder? Also, als Kind, so mit 8, hatte ich eine Carrera-Bahn. Und das war für mich das Größte auf der Welt. Und wenn ich das sehe, denke ich mir so, oh mein Gott, es ist so ein Kindheit-Dino. Müssen wir nachher mal fahren, eine Runde. Wir müssen unbedingt mal fahren. Ja. Es ist wirklich einfach Kindheit-Dino. Anscheinend hat KTM einen Rennwagen gemacht. Genau, Smash ist auch am Start. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen dann nochmal. Da hinten gab es noch so eine Area, die so abgetrennt ist mit so Netzen. Ich habe noch gar nicht geschaut, was das ist. Ja. Hier ist jetzt so D&D und Magic und Mio. Das gibt's auch immer auf diesen ganzen Disney. Jetzt Warhammer ist das, aber ja. Ja. Entschuldigung, ich bin da nicht so drin. Ich auch nicht. Aber du hast es erkannt im Vergleich. Ja, ja. Es erinnert mich ein bisschen an Lasertag. Nur bisschen. Ohne Wände. Ja, ja. So vom Stil her. Einfach eine Drohnenfliegen-Area in der Halle. Eine Runde Beat Saber darf auf so einem Event natürlich auch nicht fehlen. Wir gehen jetzt mit der lieben Becky Challenges, dem lieben Felix und Lawrence chillt da hinten auch irgendwo. Gehen wir jetzt Challenges machen. Und zwar gibt es hier ja so einen Rundlauf wieder, wo man sich so Stempel holen kann. Und wir schauen jetzt mal, wie viel wir einsammeln können. 13 brauchen wir. 13 brauchen wir. Dann haben wir geschafft. Sehr gut. Was gewinnt man dann? Die goldene Ananas? Nee, hey, urgeile Sachen. iPad oder ein E-Scooter. Du kannst dann das, was du gewinnen willst, dort reinwerfen beim Questmaster. Für das, was du gewinnen möchtest. Das ist schon, ja, das ist schon sehr, sehr cool. Gaming Center von Ikea. Also, finde schon geil. Da ist auch Lawrence am Start. Ja, let's go. So, dann müssen wir jetzt so Fragen beantworten und unterschiedliche Aufgaben machen. Und hier bekommen wir dann die Stempel rein. Mal schauen. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Hey, nice. Gerne. So. Die 1, da. Es ist zwar wurscht, haben sie mir gesagt, aber. So, Stempel Nummer 1, achieved. Und jetzt kenne ich auch die Story vom Salzburger Stier. Ja, the more you know. Und daher kommt tatsächlich auch Red Bull. Und das wusste ich nicht. Ein Stier, der angemalt wurde. Ja. Wahnsinn. Ja, und selbst Becky wusste das nicht. Wusste gar nicht. Und die Frau kommt aus Österreich. Ja, also fühle ich mich nicht schlimm. Ich wusste es nicht. Das ist halt. Das ist peinlich. Ich weiß zumindest, ich kenne ganz viele Wiener Sagen oder Kärntner Sagen. Ja, ja, das kann ich euch erzählen. Aber Salzburg ist halt dann doch nochmal. Andere Richtung. So, die nächste Aufgabe ist jetzt in der Indie-Game-Area und hier gibt es so viele verrückte, verschiedene Spiele, es ist echt wild. So, nächste Quest ist jetzt eine Runde Tetris. Keine Ahnung, wie viele Jahre es her ist, dass ich Tetris gespielt habe. Ganz wild.
So Leute, wir müssen jetzt einen Schlachtruf machen. Okay, wir was? We are one, wir sind unser Schlachtruf. Okay. 3, 2, 1. We are one! Nice. Gar nicht weird. 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 Ach Gott. Jetzt gibt's Food. Yum, 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 yum. Oh, das sieht aber gut aus. Auch hyped auf Food. Mega hyped, mega. Immer. Der ist schon komplett im Hangry. Erste in der Schlange. Er ist im Hangry-Modus. Können wir kurz darüber reden, dass da einfach ein Schokobrunnen war? Hallo? Einfach ein Schokobrunnen. So, ich richte jetzt hier gerade das ganze Setup ein. Ich habe einfach meinen ganzen Mobile-Übertragungskram mitgenommen, weil das hat immer niemand irgendwie ready. Und dann geht's gleich los. So, Stream ist jetzt durch. Wir haben exakt die 6 Tage jetzt und das war komplett insane. Ja, es war einfach eine mega nice Erfahrung, mal in so einer Arena hier so zu streamen und Leute zu haben, die so vor dir stehen und dir dabei zuschauen. Also es ist irgendwie ein ganz anderes Erlebnis. Und ja, ich bin einfach mega, mega happy. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Obwohl es ja eine ungewöhnliche Streamingzeit ist, so es ist 23 Uhr, das streame ich ja normalerweise nie. Ja. Richtig, richtig nice. Und Tuco, wie fandest du es? Der beste Coach des Abends, kann man nicht anders sagen. Ja, es war eine Berg- und Talfahrt, es ging auf und ab. Das stimmt. Ende haben wir. Möchtest du kurz Hallo sagen? Hallo! Hi! Am Ende haben wir die 6K erreicht. Willst du auch kurz Hallo sagen? Ja, wir haben einmal 6K gehittet, das ist insane. Ich bin so happy. Ja. Richtig geil. Und jetzt? Werde ich mich auch erst noch mal ein bisschen ausruhen. Ich habe einfach wieder ein bisschen Fieber gekriegt jetzt während dem Stream. Ja, aber scheißegal. Ich bin mega dankbar, Leute. Es ist insane. Vielen Dank, Liebe an euch. So, guys, mittlerweile ist Tag 2. Und ja, genau wie gestern geht es uns erstmal zum Frühstück. Es ist wieder so 9:30 Uhr. Und ich freue mich schon sehr. Ich glaube, dass heute ist halt noch mal viel, viel mehr los, auch auf der Mainstage. Ich glaube, es werden viel mehr Leute kommen, weil jetzt Samstag ist, gestern der Freitag. Und ich freue mich einfach sehr. So, kurzer Outfit-Check. Wow, das Robert-Community. Schwarz-Weiß, ganz klassisch, mit dieser Jacke. Einfach Cosplay-Convention. So, jetzt schauen wir uns Red Bull Solo Queue an und ja, da werden einfach LOL One Rounds gespielt. Ich habe es selber ausprobiert, ich war super kacke darin, aber es ist super, super satisfying anzuschauen. Mal schauen, wer gewinnt. Geil ist der Moment, wenn einfach das Internet nicht funktioniert und man jetzt Schere, Stein, Papier Contest macht seit einer Dreiviertelstunde oder so. Ja, zuerst haben wir mal 3 Counter 11 Minuten hinunter. Dann wurde uns auch versprochen, wir sehen gleich noch eine Runde. Ja. Ja, hat nicht stattgefunden. Und jetzt schauen wir, wie viele Runden hatten wir jetzt schon von Schere, Stein, Papier? Auch 3? 3, glaube ich, ja. Solid. 3 Best of 5, aber ja. Es ist sehr Kabel fun. Werden noch ausgerollt. Also man sieht ja vorne auf dem Herd. Ja. Man sah gerade einfach jemanden so mit einem Bunch auf LAN-Kabel auf die Bühne laufen. Aber wir hoffen, dass es gleich nicht wird. Nur die Besten. So, es ist jetzt mittlerweile einfach 12:30 Uhr. Es hat ewig gedauert, bis CSGO fertig war. Ich habe heute nicht ganz so viel mitgefilmt, weil ich halt viel einfach nur auf der Messe rumgelaufen bin. Der liebe junge Gott hier hat einfach noch eine Switch in Magic gewonnen und ist einfach Zweiter geworden. Komplett crazy. Pat ist einfach auch noch mit am Start. Leute, check, ich verlinke alles. Check sie aus. Just saying. Check sie aus. Und wir werden uns jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend machen. Und dann sehen wir uns spätestens morgen wieder, wenn es für mich nach Hause geht. Am nächsten Morgen war ich dann auch schon wieder direkt am Flughafen und entgegen aller Erwartungen war es unglaublich leer. Und binnen einer Stunde bin ich dann auch direkt wieder in Köln gelandet. Nur leider ohne mein Handy. So ihr Lieben, ich habe es schon in der Story so ein bisschen geteilt, aber ich wollte jetzt auch hier gerade nochmal für den Vlog einmal kurz erzählen, kurze Storytime. Ja, ein kleiner Super-GAU. Ich saß im Flieger, habe ganz normal Musik gehört über logischerweise das private Handy, über das ich normalerweise Musik höre. Und ich kram so in meiner Tasche rum, wollte das Handy suchen
wollte noch eine WhatsApp schreiben, bevor wir halt Flugmodus anmachen müssen. Und ich finde einfach, ich finde einfach mein Handy nicht. Aber die Musik läuft noch. So, ich wusste halt, dass es irgendwo in der Nähe sein muss, aber ich wusste halt nicht wo. So, und dann übel Panik geschoben, aber Boarding war schon zu Ende, man konnte auch nicht mehr aus dem Flieger raus oder so. Das heißt, okay, ich konnte in dem Moment dann irgendwie auch nichts mehr machen. Ich bin dann in Deutschland gelandet, habe instant versucht, mein Handy zu tracken. Es hat sehr, sehr lange nicht funktioniert. Mittlerweile hat es funktioniert und es ist tatsächlich noch am Flughafen, was an sich schon mal gut ist, weil ich schon Schiss hatte, dass es halt einfach ausgemacht wird, die SIM-Karte rausgenommen wird und es einfach weg ist. Aber ja, wenn es zumindest noch am Flughafen ist, nach ein paar Stunden, ist die Chance hoch, dass es vielleicht irgendjemand vom Flughafenpersonal gefunden hat. Ich hing jetzt schon in ultra vielen Warteschleifen. Ich schaukel die ganze Zeit und telefoniere. Das ist basically gerade. Und ja, bis jetzt leider ohne Erfolg. Ich hoffe sehr, dass ich mein Handy wiederbekomme. Das wäre schon unfassbar traurig, vor allem für all die Bilder und so, die da drauf sind. Mein Handy ist einfach gerade angekommen. Meine Stimme ist noch richtig im Arsch. Ich bin gerade eben erst aufgestanden, aber mein Handy ist da. Yes. So, ihr Lieben, das war es jetzt tatsächlich dann auch mit dem Vlog. Irgendwie ist meine Stimme heute ein bisschen angekratzt, keine Ahnung warum, aber egal. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Falls ihr keine Vlogs mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt auch gerne irgendwie Verbesserungsvorschläge oder alles Mögliche so in die Kommentare. Ich probiere im Moment noch ein bisschen aus. Deswegen, sagt mir gerne eure Meinung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.